Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Gothic-Folge. Heute mal ohne den Bro-LP, der hat momentan nicht so viel Zeit mit aufnehmen und so, aber die Folgen müssen ja trotzdem kommen, deswegen nehme ich ausnahmsweise mal alleine auf. Das letzte Mal haben wir ja Balukor hier, ja, umgebracht, weil er uns umbringen wollte. Ein bisschen ausgetickt ist. Und hier in dem Orkfriedhof sollten wir eigentlich erst schauen nach dem Hinweis vom Schläfer, aber den gab's nicht. Hier gab's nur jede Menge Orks. Hier habe ich glatt eine Waffe vergessen. Huch. Tja. Ein reiner Fehlschlag hier, diese Erkundung. Hat uns eigentlich in dem Fall nichts gebracht, außer einem besseren Schwert. Und den fastigen Tod, obwohl wir eigentlich tausendmal auch gestorben sind. ja. Dann werden wir mal zu Kor Angar gehen und ihm davon berichten müssen, dass hier leider überhaupt nichts ist. Aber was dann Kor Angar für eine Lösung haben will, weiß ich auch nicht. Das werden wir dann sehen. Also natürlich weiß ich es. Ich kenne ja das Spiel, aber ihr wisst es ja vielleicht nicht. So, einmal raus hier. Mit dem Ladescreen. Er ist auch immer gleich, wenn man irgendwo rauskommt aus einer Höhle oder einer Mine oder einem Friedhof. So. Haben wir den Templer ausgenommen? Ja, haben wir. Sehr schön. Liegen hier halt noch die Leichen rum, naja. Ist ja völlig egal. Wir gehen weiter. Und schauen mal, wie es Eberion auch geht. Wir erinnern uns, der ist ja mental irgendwie zusammengebrochen durch diese oder diesen Anrufungsversuch zum Schläfer. Mal schauen. Ob Eberion wieder zu sich gekommen ist in der Zeit, wo wir im Orkfriedhof waren. Oder ob er immer noch, ja, bewusstlos da liegt. So, den Seraph ist nämlich auch gerne mit. Ja, ich sammle jetzt hier nicht alles ein, aber so das, so ein bisschen was. Bis wir so einen kleinen Vorrat von allem haben. Schadet nicht. Schadet auf alle Fälle nicht. So. Gibt ja auch alles Lebensenergie wieder. Und solange wir nicht extrem viele Tränke haben, müssen wir halt auch da gut mit klarkommen. So, da unten ist schon das Sumpflager. Geht ja alles rucki zucki, Welt ist nicht extrem groß. Kann man die eigentlich hier anzünden? Nee, schade. Ich glaube, die leuchten nachts von alleine irgendwie. Wenn ich da richtig drauf geachtet habe. Lester, hast du irgendwie vielleicht was Neues für uns, ne? Der Schläfer möge dich behüten. Dankeschön. Ich scheiße auf den Schläfer, weißt du? Nein. Ich bin wieder die freundlichste Person. Warte mal.
Haben wir zufällig. Schwarzer Weiser. Haben wir. Münzer. Grüner Novize. Ich weiß nicht, ob wir das schon gemacht haben. Ob wir schon einen geraucht haben, um dafür Erfahrung zu kriegen. Anscheinend schon. Ich weiß nicht, ob es beim grünen Novizen war oder ob es hier beim schwarzen Weiser war. Okay, anscheinend haben wir es aber schon gemacht. Dann ist ja alles gut. Aber zwischendurch mal eine rauchen ist auch nicht schlecht. Und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz hier... Melvin, kann ich dir sagen, dass das die hier ist? Nee, okay. Und Yoru. Mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Kor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Okay, das wollte ich zwar eigentlich nicht mit dir bereden. Das war jetzt auch völlig neu für mich, aber okay. Ja, das ist das Tolle an diesen Rollenspielen oder auch an Gothic. Man entdeckt eigentlich immer wieder irgendwie was Neues und wenn es auch nur ein neuer Textdialog ist. Das ist echt richtig toll. So, Iberion liegt hier noch. Dafür ist Kor Kalom weg. Ja, Kor Kalom war's. Aber Koranga ist hier noch. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balu Kor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balu Kor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balu Kor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balu Kor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Wie steht es denn um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Und bitte beeile dich. So, wir können ihn jetzt nochmal ansprechen. Wie kann ich diese Kräuter erkennen? Sie sehen aus wie ein Stern und tragen 8 grüne und orangefarbene Blätter. Nun geh aber los. Und ihn so lange sozusagen nerven, bis... Suche im Sumpf hinter dem Lager. Du musst ja was Bestimmtes sagen. Aber pass auf, dass dich die Sumpfhaie nicht erwischen. Und jetzt verliere nicht noch mehr Zeit. Geh! Ich habe noch nicht genug Heilkräuter gefunden. Vielleicht hat auch Fortuno, der Kräuterhändler, zurzeit einige davon in seinen Regalen.
Beeil dich, ich brauche 5 Stück. Iberion bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja. Also, wir könnten jetzt zu Fortuno gehen und die 5 Stück von ihm einfach kaufen. Aber das ist natürlich viel zu langweilig. Wir gehen in den Sumpf und besorgen die uns selber. Das ist zwar gefährlich, aber ganz ehrlich, einfach so die zu kaufen. Klar, es ist eine Option, aber ich finde es langweilig, ehrlich gesagt. Keine Action drin und ich will hier ein bisschen Action wenigstens zeigen. Auch wenn die Action noch erst so richtig losgeht. Darauf könnt ihr euch verlassen. So, also ab in den Sumpf und 5 Heilkräuter sammeln, 5 von der stärksten Sorte. Gornaran. Oh, wer bist du denn? Was machst du hier? Ich passe auf, dass kein Sumpfhai zu nah ans Lager gerät. Wenn ich du wäre, würde ich einen weiten Bogen um die Viecher machen. Du hast keine Chance gegen sie. Jetzt stör mich nicht weiter. Ich muss die Augen aufhalten. Dann halt mal die Augen auf, ne? Viel Spaß dabei. Wir gehen derweil in den Sumpf und sammeln Heilkräuter. 5 von der stärksten Sorte. Es gibt unterschiedliche Exemplare von den Heilkräutern. Ich hoffe mal, ich finde die so ganz schnell sozusagen. Hier ist erstmal eine neue Blutfliege gespawnt. So. Das sind normale Heilkräuter, die sind nicht gemeint, haben ja auch keine orangenen Blätter. Wir müssen schon tief in den Sumpf rein. So, ich glaube, die sind damit gemeint. 8 Blätter insgesamt, 4 orangene, 4 grüne. Ich glaube, so ist das gemeint. Aber ich bin mir nicht sicher. Dann wäre das hier keiner. Der hat nämlich nur 3 orangene. Nahrung, wie viele hätten wir denn jetzt schon? Aber der hat auch nur 3. Ne, hier, 4. Da. Das sind, glaube ich, die richtigen. Ich sammle jetzt hier mal einfach alle mit orangenen Blättern ein, bis wir von den 4, den bestimmten da 4 haben. 5. Haben wir schon 3. Muss ich rübergehen. Das wird natürlich gefährlich, da sind die Sumpfhaie ganz in der Nähe. Ich denke, die haben wir natürlich jetzt noch keine Chance. Das ist ganz klar. Okay, wir haben 5. Na, Blutfliege? So, warte. Na komm. Jetzt bleibt doch. Danke. Den würde ich auch noch gerne ausnehmen. Die Flügel können wir verkaufen. Ja. So. Dann können wir jetzt zurück die Heilkräuter abgeben. Ja, kleiner Wasserbug habe ich irgendwie an dieser Stelle hier immer. Keine Ahnung wieso. Aber insgesamt kann man auch wirklich sagen, Gothic oder die Gothic-Teile sind auch schon ziemlich verbuggt. Am schlimmsten ist es bei Gothic 3, aber trotzdem sind die Spiele einfach aus meiner Sicht Jahrhundertspiele. Also auch Gothic 3, ich kenne sehr viele Leute, aber sehr viele Leute finden Gothic 3 nicht gut, weil es wahrscheinlich auch so verbuggt ist. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich finde Gothic 3 richtig gut, genau wie die anderen 2 Vorgänger.
Gothic 3 Götterdämmerung. Finde ich natürlich auch gut. Was ich dann nicht mehr gut finde an den Gothic-Teilen, wobei man das nicht wirklich als Gothic ansehen kann, ist Arcania Gothic 4. Das sehe ich auch nicht als Gothic an. Nur so als kleine Info. Ob ich Let's Playen trotzdem werde, das war ein sehr sinnvoller Satz, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, aber dann nicht als Gothic-Teil, sondern so separat. Zumindest haben wir die Heilkräuter besorgt und können dann beim nächsten Mal die Core Anger abgeben. Bis dahin, haut rein, euer Gothic Gamer. Bye bye.